Ich bin hier bei der Firma Grüntal, die hat sich auf die Entwicklung von Schmerzmedikamenten spezialisiert. Und das ist natürlich ein Thema, das für mich besonders interessant ist. Darum habe ich auch Fragen von meiner Community mitgebracht. Und die wird mir Frau Fleischer, eine Forscherin von der Firma Grüntal, hoffentlich beantworten können. Hallo. Hallo, Franziska Wetzel. Katrin Fleischer, freut mich. Ja, freut mich auch, dass ich hier sein darf. Gerne, hier geht's lang. Jetzt würde mich als allererstes interessieren, was machen Sie denn hier bei Grüntal eigentlich? Woraus besteht Ihre Arbeit? Ich bin hier bei Grüntal Projektleiterin. Das heißt, ich begleite die Entwicklung eines Arzneimittels zusammen mit meinem Team von der ganz frühen Forschung bis hinterher zur Marktreife. Und dieses Team besteht aus Experten. Das sind Chemiker, Ärzte, verschiedenste Funktionen, die man eben braucht, um ein Arzneimittel zu entwickeln. Ja, ich würde jetzt gerne wissen, wenn so ein Medikament entwickelt wird, welche Phasen durchläuft der Wirkstoff? Also ganz am Anfang steht natürlich immer das Verständnis für die Krankheit selbst, also die Ursache, warum entsteht diese Krankheit. Nur wenn man das versteht, kann man auch gezielt nach Wirkstoffen suchen, die das Krankheitsgeschehen beeinflussen können. Wenn man in die Ursache von Forschung guckt, findet man viele verschiedene Spieler. Das kann man sich vorstellen wie bei einer Maschine mit vielen Zahnrädern, die ineinander greifen. Und wenn ein Zahnrad blockiert ist, funktioniert die ganze Maschine nicht mehr. Und was wir versuchen, ist, wir versuchen erstmal diese Maschine zu verstehen, dann gezielt einen Wirkstoff zu entwickeln, der zum Beispiel eben dieses blockierte Zahnrad wieder ans Laufen bringt. Und das sind alles Sachen, die vorher im Labor stattfinden, bevor man überhaupt irgendwas in präklinischen oder klinischen Studien untersucht. Ja, wenn man so einen Wirkstoff dann gefunden hat, der wird natürlich optimiert, weil so ein Wirkstoff muss viele Eigenschaften haben, damit er überhaupt in Frage kommt, wird er in präklinischen Untersuchungen getestet. Das ist einfach dazu da, damit man mit möglichst wenig Risiko in den Patienten oder in den Menschen hintergeht. Und was heißt präklinisch? Präklinisch sind Versuche an Tieren. Das ist gesetzlich vorgeschrieben, bevor man überhaupt eine Substanz oder einen Wirkstoff an einem Menschen austesten darf, muss man Tierversuche machen, um eben zu gucken, wie ist die Verträglichkeit, passiert da irgendwas, wie wird der Wirkstoff aufgenommen, verteilt er sich im Körper, wird er auch wieder ausgeschieden. Man will ja nicht, dass der Wirkstoff lebenslang im Körper bleibt, sondern möchte ja auch gern, nachdem er gewirkt hat, ihn wieder loswerden. Dann geht es in die klinischen Versuche. Da gibt es drei Phasen. Die Phase 1 ist eine Untersuchung an gesunden Probanden, die möglichst keine Krankheit haben, weil man ja messen will, welche Wirkung und welche Nebenwirkung hat das Medikament. Dann kommt die Phase 2. Das sind schon größere Studien, die werden am Patienten gemacht. Also nicht irgendein Patient, sondern der Patient, der genau diese Erkrankung hat. Nach der Phase 2, die in einigen hundert Patienten durchgeführt wird, kommt die Phase 3. Das sind die großen Studien. Teilweise bis zu Tausende von Patienten, die da behandelt werden. Und da wird tatsächlich auch eine etwas heterogenere Gruppe untersucht. Das heißt, Patienten, die durchaus auch Co-Erkrankungen haben oder Co-Medikationen, also andere Arzneimittel, einnehmen, um auch zu gucken, wie sind denn die Wechselwirkungen. Macht mein Medikament mit dem Kopfschmerzmittel, was dieser Patient nimmt, irgendwas und können die das zusammen nehmen? Ja, was muss denn passieren, damit ein Arzneimittel oder ein Wirkstoff am Ende auch zugelassen wird? Wir in der Pharmaforschung müssen nachweisen, dass dieser Wirkstoff ein positives Nutzen-Risiko-Verhältnis hat. Das bedeutet, dass seine Wirksamkeit statistisch nachgewiesen sein muss, aber auch sein Nebenwirkungsprofil genau bekannt sein muss. Das Stichwort Nebenwirkung ist gut, weil das ist was, was die Patienten natürlich sehr beschäftigt und da ist es für mich und auch für andere Patienten, bekomme ich immer wieder die Rückmeldung, dass es wichtig ist, die Nebenwirkungen möglichst gering zu halten. Wie wird denn das sichergestellt? Also Nebenwirkungen ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn man immer von Wirkstoff denkt, denkt man in erster Linie immer an die Wirkung. Aber die Nebenwirkungen sind mindestens genauso wichtig. Und das ist ein ganz zentraler Bestandteil der Arzneimittelforschung. Also wir versuchen wirklich ganz gezielt Substanzen zu entwickeln, die eben nicht nur eine Wirkung haben, sondern möglichst wenig Nebenwirkungen in den Patienten verursachen, weil das eigentlich mit der Punkt ist, der den Alltag am meisten einschränkt, wenn die Nebenwirkungen zu hoch sind.
Ein ganz wichtiges Thema ist ja das Thema Schmerzgedächtnis. Spielt es auch eine Rolle bei der Entwicklung von neuen Schmerzmedikamenten? Absolut. Schmerzgedächtnis ist ein sehr wichtiges Thema bei chronischem Schmerz. Das Schmerzgedächtnis ist ja dafür verantwortlich, dass so ganz einfache alltägliche Reize wie das Überziehen einer Jacke von den Betroffenen als sehr schmerzhaft empfunden werden und damit eigentlich auch das Leben im Alltag quasi unmöglich machen, da normale Handlungen nicht mehr möglich sind. Und wir versuchen hier bei Grünthal in Zusammenarbeit mit Universitäten und auch Ärzten diese Verbindung zwischen dem normalen Reiz und dem übersteigerten Schmerzempfinden besser zu verstehen auf molekularer Ebene, um eben ganz gezielt Medikamente dafür entwickeln zu können. Eine Frage, die ganz häufig aus der Community kam, ist, wie kann ich denn als Patient die Forschung unterstützen oder wie kann ich aktiv teilnehmen, in Kontakt treten? Wie mache ich das? Da ist eigentlich zu empfehlen, sich an Patientenorganisationen zu wenden. Über diese Patientenorganisationen können Patienten dann auch mit der Pharmaindustrie in Kontakt kommen und das ist auch uns sehr wichtig. Patienten können uns einfach helfen, diese klinischen Protokolle besser zu gestalten. Also mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn ich ein Medikament erproben will, muss der Patient in die Klinik kommen. Er muss dafür anreisen. Und wenn ich zum Beispiel lerne vom Patienten, dass er nicht gut sitzen kann mit dieser Krankheit, dann kann ich darauf Rücksicht nehmen und erhöhe damit auch die Erfolgswahrscheinlichkeit meiner Studie. Was tut denn die Pharmaforschung eigentlich für die Gesellschaft? Also eine der Hauptaufgaben der Pharmaforschung für die Gesellschaft ist, dass wir die Patienten wieder in den Alltag zurückbringen. Gerade Schmerzpatienten ist das ein ganz großes Thema, am Alltagsgeschehen teilzunehmen. Und es ist nicht nur für die Patienten wichtig, es ist auch für das Umfeld wichtig. Also die Familien, die Freunde, die sind alle mit eingeschränkt, wenn es einen chronischen Schmerzpatienten im näheren Umfeld gibt. Ja, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen und danke, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne, hat mich gefreut. War ein spannendes Gespräch auch für mich. Danke, Wiedersehen. Tschüss. Mein Tag bei Grünthal ist jetzt vorbei. Viele Fragen wurden geklärt. Besonders wichtig war für mich zu verstehen, warum Forschung so lange dauert, was für Hürden es gibt und wie neue Schmerzmedikamente eigentlich entwickelt werden.